Hallo Leute und willkommen zurück zu Crastorio, meiner Factorio-Serie Nummer 3. Und inzwischen sind wir etwas ausgerüstet, wir haben einige Greifarme, ich habe auch ein paar Geschütztürme und Munition. Denn ich war mal etwas neugierig und wollte wissen, wie sieht es denn da so mit Aliens aus? Und ich habe gesehen, da haben wir schon das erste Nest. Und das wollen wir heute mal bereinigen, bevor wir uns dann den Schmelzöfen zuwenden. Und ich denke, was wir hier machen, vielleicht ein, zwei Geschütztürme in unserem Rücken. Und hier sehen wir, da gibt es was auf dem Boden, das wir einsammeln können. Wir werden das wahrscheinlich brauchen. Möchte ich auch noch hier oben rumgehen. Einfach um sicherzustellen, dass da, wo unsere Verschmutzung ist, dass wir da nicht gleich von Aliens überrannt werden. Haben wir nochmals ein Eisenfeld. Soweit gut aus. Gehen wir da hinten rum. Und dann können wir uns der produktiven Aktivität von Schmelzofen-Array bauen widmen. Wir haben hier ja schon mal begonnen. Vielleicht sollten wir auch mit der Forschung weitermachen. Denn wir haben ausgeforscht. Ich denke, die drei brauchen wir mal. Motoren, Schaden und Geschwindigkeit. Das ist unsere Das ist Eisen. Und das Ganze muss eins mehr raus.
Hier brauchen wir Untergrund, der so rumkommt. Und dann haben wir ein Band mit Kohle, ein Band mit Eisenerz. Dann hier dasselbe. So rum. Gut. Und dann werden wir wahrscheinlich ein paar elektrische Förderer brauchen. Sprich, wir brauchen da oben Strom. Da mal 10. Und dann und die Förderer, die brauchen noch ein Weilchen. Und Eisen ist die Linie darunter und keine Förderbänder mehr. Während wir die Förderbänder bauen, hier auf der Innenseite, so. Auf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Zu viel. Strom hier runter schließen. Gut.
habe mich schon gewundert, warum das die Anzahl denn hier stimmt. Aber hier habe ich mich einfach woanders verzählt. So, der kommt weg, der kommt weg. Das durch. Und dann die Farbe. Hier rum. Und dann machen wir hier auch nochmal drei. Dass ich mehr Eisen habe. Das Ganze noch für Kupfer dann auch. Das hier runter. Dann rüber. Kupfer ziehen wir einfach mal hier raus. Bis hier. Gehen dann hier hoch. Und dann werden wir sehen, wo wir da hinkommen. Förderbänder wieder aus. Zwei, drei. Reicht nicht ganz. Jetzt. Okay, wir haben da noch keine
kein Eisen, keine Kohle. Kohle haben wir, kein Kupfer. Aber Kohle zumindest staut sich ein wenig. Und hier unten werden wir Kohle mit ranbringen müssen. Das heißt, wir brauchen ein Untergrundtunnel. Dass wir die hier ja alle einstellen müssen, im Gegensatz zu Vanilla, sonst passiert hier überhaupt nichts. Und dann sollten wir Eisen und Kupfer in größerer Menge produzieren. Wie sieht es denn hier aus? Ja, Strom könnte etwas mehr sein. Die brauchen wir nicht mehr. Das können wir hier auf Spawn legen. Band legen. Und dann machen wir das doch so. Dann haben wir etwas mehr Power. Das können wir hier reinlegen. Die brauchen wir wahrscheinlich nicht mehr. Da brauche ich mal ein Reparaturset. Sehr gut. Und dann brauchen wir mehr Automation für unsere Forschung. Das Ganze ist noch ziemlich manuell. Mal schauen, wenn ich hier die baue. Dann brauche ich mehr Maschinen. Okay, Kohle staut sich.
Dann hier brauchen wir die. Und da brauchen wir die. Richtig. Und für die. Dann machen wir anders. Zahnräder. Und dann haben wir hier eine Kiste mit Eisen. Da rein. Und da eine Kiste mit Kupfer. Brauchen wir und eine Kiste mit Eisen. Gut, dann schnappe ich mir da mal, was wir auf dem Band haben. Für einfache Holzkisten. Also, Kupfer da rein, Eisen da rein. Und dann sollten wir rote, wie heißen die? Rote Technologiekarten produzieren können, so dass wir weiter forschen können. Aber das in der nächsten Folge, denn wir sind schon wieder am Ende für heute und denke doch einiges an Fortschritt gemacht. Also bis zum nächsten Mal und tschüss!